umdreht. Jetzt dreht er um. Nee, er dreht nicht um. Überraschend, aber trotzdem. Ja, diese Reiter sind eigentlich relativ leicht zu besiegen, weil sie dann vom Pferd fallen. Keidenrüstung. Die schauen wir uns an, was das ist. Die schauen wir uns auf jeden Fall an. Hier, Ausrüstung. Keidenrüstung. Okay, die ist leichter. Warum ist es dann rot? Ach, Gleichgewicht ist niedriger. Ja, sie ist leichter, hat aber auch weniger Rüstungsschutz. Nee. Schaut mal, die müssen wir unbedingt verkaufen. Die sind doch auch schwer, oder? Ist das nicht so, dass wir die auch irgendwie rumtragen müssen? Oder gibt es hier gar keinen? Also Ausrüstungsgewicht gibt es, aber ich glaube, es gibt kein insgesamtes Inventargewicht. So, wir holen uns den Adligen. Ja. Und kämpfen dann mal gegen die Soldaten da hinten. Und den Wolf. Adliger, kommst du? Ja. Oh, da ist noch so ein großer Wolf. Dann der Wolf. Wird auch schon drangsaliert. Sehr gut. Und da ist noch ein zweiter. Jetzt kommt er. Wunderbar, Adliger, vielen Dank. Dann können wir hier weitergehen ins Lager rein. Schauen, was uns hier noch erwartet. Da können wir uns ein paar Schmetterlinge sammeln. Ja, da erwarten uns auch noch mal zwei Kämpfer. Oder mehr. Wo ist unser Adliger? Hier ist er. Das war fies, also so ein Zweierschlag. Wir holen uns mal lieber schnell einen Trank. So. So, den haben wir. Und dann der Wolf. Also der Adliger als Unterstützung ist schon mal super. Den zweiten Wolf kriegen wir jetzt auch noch hin. Der ist da gefangen, das ist gut. So, Freunde. Das ist der Adlige, okay. Ich bin schon erschrocken, was jetzt hier los ist. Handbuch des Rüstungsschmieds, fantastisch. Neue Rezepte bedeutet das wohl für uns. Und da gibt es noch mal ein paar Schmetterlinge. Oh, schaut mal, da hat sich einer versteckt. Du greifst den Falschen an, von hinten kommt der Feind. Super. Oh, wir haben über 4000 Runen. Wir haben über 4000 Runen. Was gibt's hier? Nochmal eine Keidenrüstung. Okay, dann würde ich fast vorschlagen, wir gehen nochmal obwohl, wir könnten das, glaube ich, auch verkaufen. Nee, verkaufen können wir das in der Arthur-Feste, der Tafelrundes-Feste nicht. Da hinten sind Wölfe, die da rumlaufen. Okay. Ich will nur gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt doch ein bisschen heftig hier. Diese ganze Wolfsmeute, die da auf uns zugekommen ist. Habt ihr die gesehen? Da gehen wir mal wieder lieber weg.
Ja, wir könnten jetzt da hoch. Also ich wollte mal gucken, ob wir da hochkommt, ne? Machen wir mal kurz. Wenn wir schon hier sind. Der Adlige wird wahrscheinlich gleich verschwinden, leider. Oh, da habe ich gerade Riesen gehört. Da oben ist ein Riese, ja. Was ist das? Für ein Geräusch? Wir schlagen irgendwelche Blitze ein. Okay, krass. Passiert das immer oder nur jetzt zufälligerweise mal? Das passiert immer, okay. Krass! Krass, 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 krass. Na gut, dann gehen wir da mal wieder weg. Und ja, dann gehen wir zur Kirche von Elee, würde ich sagen. Die ist hier. Verkaufen unsere Sachen, gehen dann zur Tafelrunde. Jo, hallo. Ah ja, genau, ich will schauen, was wir... Wir können das mal reden hier. We have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. Okay. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. Aha. So, Rüstung, 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 Rüstung. Hier, wir haben zweimal das Schwert des Getreuen. Ich glaube, das brauchen wir tatsächlich nicht. Wir haben ja das Großschwert des Getreuen und wir sind ja eh ein Stärkebild. Also von dem her können wir das gut verkaufen. Dann die Bolzen verkaufen wir natürlich nicht, die Fackel auch nicht. Hier ist die Frage, Godrichs Soldatenhelm oder lieber die Kettenhaube? Ich finde die Kettenhaube eigentlich ganz gut. Das Gewicht ist nicht so viel unterschiedlich. Ja, wir verkaufen die auch mal. So, dann können wir hier die Wappenröcke verkaufen. Und die Dinger können wir auch verkaufen. Ja, hier ist die Frage, Godrichs Soldatenstuppen, da brauchen wir auf gar keinen Fall zwei. Die Heldengamaschen behalten wir mal. Fußsoldaten, Beinschutz, können wir eigentlich auch verkaufen. Oh, schaut mal, wir haben die ganze Zeit immer noch den falschen Talisman. Ne, wir haben schon den richtigen aktiviert. Genau, der war für den Bogen, ja. Okay. Gut. Sehr schön. Goldene Rune haben wir auch eine. So, dann schauen wir nach, was wir Neues herstellen können. Das interessiert mich jetzt auch mal. Also, wir können jetzt herstellen Neues. Feuerfett können wir herstellen. Ein Waffenüberzug. Dafür brauchen wir Wurzelharz. Wird von den Wurzeln des großen Baums ausgeschieden, haben wir 13. Findet sich aber auch bei Bäumen auf der Oberfläche und schwelender Schmetterling. Und das verursacht Feuerschaden. So können wir unsere Waffe verbessern. Das ist gut. Und ein schneller Waffenüberzug mit einem Faden noch. Halbmenschen tragen dies oft bei sich. Wahrscheinlich einfach. Das geht wahrscheinlich dann einfach schneller, dass man das aktiviert, oder? Schneller Waffenüberzug verursacht Feuerschaden. Aufgrund der geringen Menge verfliegt der Effekt jedoch schnell. Ah, nee, es ist einfach. Es ist schneller wie vorbei, oder? In diesem Klumpen ist eine kurze Schnur. Befestigt Fett aus verschiedenen brennbaren Materialien. Befestigt das Fett. Ein Waffenüberzug, der Angriff und Feuerschaden ist. Und dieser Effekt hält nur kurzzeitig. Keine Ahnung. Weil, keine Ahnung, was jetzt besser ist. Interessanterweise, ich meine, braucht man ja... Davon können wir mehr haben, ne? Davon können wir 30 haben, von denen können wir nur 10 haben. Aber ich glaube, wir stellen da mal ein paar her. Ich finde das gar nicht mal schlecht. Wir stellen da mal 5 her. Was haben wir hier? Feuersichere Trockenleber. Erhöht kurz die Resistenz gegen Feuerschaden. Auch nicht uninteressant. So, haben wir sonst noch irgendwas gefunden? Nee, das war's.
Also super, super toll war das nicht. Ich dachte hier mit Rüstung und so, das wäre ja irgendwelche Rüstungen, aber so war es nicht. Wir müssen am Ort der Gnade, glaube ich, können wir in die Tafelrunde gehen. Oder? Können wir hier zur Tafelrunde gehen? Nee, doch nicht. Es ist doch hier. Ja, hier ist es. Okay, Tafelrunde. Nee, ich wollte hier keinen Marker setzen. Ich wollte zur Tafelrunde gehen. Ja. So geht's zur Tafelrunde. Okay, das passt ja. Das ist ja gut. Das ist ja einfach. So, dann sind wir hier. Gehen wir sofort mal zu unseren Händlern. Was der hier macht, das würde ich auch mal gerne wissen. Ich versuche gleich nochmal mit ihm zu reden. Kann ja nicht sein, dass er einfach nur dafür da ist, uns diese komische Geste dazu geben, oder? So, wir kaufen uns jetzt diesen Steinschwertschlüssel, bitte. Einen zumindest, ja. Dieser Schild ist schlechter als der, den wir schon haben, oder? Sehen wir nicht. Relativ einfach zu führen. Dankeschön für den Handel und dann können wir jetzt nochmal da oben reden. Hallo? Man kann nicht mit dem kann man irgendwie nicht reden. Oder müssen wir eine Geste machen? Ne, wir haben eine Geste bekommen von ihm. Komisch. Sehr merkwürdig. So, reden wir nochmal mit dem. Ach ja, das ist der Priester. Da können wir nichts Neues. Da haben wir ja schon. Reden wir nochmal mit dem. Okay, Newcomer ist gut. Okay. Gut, dann rede ich nochmal mit ihm. Be sure to tell me if you meet a young woman named Manya. She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Ein junges Mädchen. She's such a little tomboy. Junges Mädchen haben wir nicht gefunden tatsächlich. So, dann gehen wir nochmal hier in diese Richtung. Da ist der Schmied. Der kann uns aber, glaube ich, im Moment nicht helfen, oder? Took you for dead. No matter, it's all the same. Lay out your arms, then. Waffe verstärken. Können wir hier irgendwas machen? Ja, wir könnten die Armbrust verstärken, tatsächlich. Wir können auch die Fingerinsignie verstärken. Anrufung skaliert 109. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Wir könnten den Schild verstärken. Mit dem greifen wir ja eh nie an. Also die Armbrust verstärken wäre vielleicht gar nicht so blöd. Naja. Können wir auf die Armbrust auch eine Kriegsasche machen? Nee, können wir nicht. Auf Schild könnten wir theoretisch eine machen. Ihr seid hier gefangen. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time, technique never fails. Besides, it helps me forget the sheer terror of her. Auf Hör? Geht's da vielleicht um diese Dame dort? Schauen wir mal kurz nochmal hier rein. Wir hatten ja von ihr etwas bekommen, ne? Warte mal, was war das noch, was wir von ihr bekommen? Das hier, Segen des Firmaments. Das ist die Gunst einer Gefährtin auf dem Sterbebett. Der Schutz eines verborgenen Tempels in Gestalt eines Schlafgemachs. Verbraucht FP, um vorübergehend das Gleichgewicht zu erhöhen. Diese Gunst lässt euch eure körperlichen Leiden vergessen. Allein Frieden erwartet uns nach dem Tod, denn er befreit uns von allen Empfindungen. Okay. Ja, keine Ahnung, was das dann bringt. Keine Ahnung, was uns das bringt, aber ich glaube, wir werden das mal folgendes machen. Wir haben hier statt dem Teleskop, ja, das wollte ich irgendwie noch nicht,
Aber das Teleskop brauchen wir nicht so unbedingt auf der Schnelltaste. Also entfernen, umschalten. Hier, umschalten. Stattdessen werde ich nämlich mal das hier reinmachen, das Feuerfett. Genau. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, wir haben diese Geste hier. Die hier, Schlachtruf. Ich glaube, die haben wir gerade bekommen. Oder winken. Von diesem komischen Typen da. Ich glaube, Schlachtruf war es. Komisch. Oh, Nachrichten. Gibt es auch Nachrichten, aber es ist alles nur online. Okay, brauchen wir nicht. Status? Ah ja, ist unser Zustand, klar. Gut, wir könnten mit ihr reden, aber ich glaube, das bringt nichts. Ich rede aber trotzdem mal mit ihr. Es schadet nie. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? Eigentlich? Nee, eben, wir haben noch den Segen. Would you like to be held? Regardless? Nee. Wir brauchen es nicht. So, hier ist der Spiegel. Ich schaue gerade, ob wir hier noch irgendwo was vergessen haben. Hier ist der Schmied. Da ist eine Tür, die wir, glaube ich, nicht aufkriegen. Ne? Das war die hier. Der will uns nichts sagen. Ich meine, wir könnten nochmal mit dem Priester einfach sprechen, der Vollständigkeit halber. Aber das wird uns jetzt auch nicht weiterhelfen. Would you like to learn an incantation? Eigentlich nicht. Aber wir können ja noch mal gucken. Hier, das geht inzwischen, aber wir Stärke 10 haben. Flammenschleuder, schleudert einen tosenden Feuerball. Das ist eher was für uns, oder? Komm, den holen wir uns. Ja, aber das ist, geht in Flammen auf, das ist halt nur für den Nahkampf so wirklich gut. Ja. Zurückweisung, Gegengift. Gegengift ist auch nicht schlecht. Falls wir mal in einen vergifteten Bereich gehen, ne? Und haben wir noch Heilung. Das ist die dringende Heilung, eine kleine Menge MP. Und hier Heilung, heilt eure LP und die Verbündeten in der Nähe. Kostet aber auch doppelt so viel. So, ich glaube, Gegengift können wir uns auch mal kaufen. Komm. Ist nie schlecht, das zu haben. Hier ist noch was, oder? Ne, da waren wir auch schon. Da war dieser komische Typ. Ich meine, wir können aber probieren, ihm diese Geste vorzumachen. Dass ihm was bringt. Er bringt gar nichts, ne? Hey! Bringt irgendwie gar nichts. So, was ist hier noch? Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Da sind Bücher. Okay, also übersehen haben wir nichts offensichtlich. Dann können wir jetzt noch unseren Zauber ändern, bevor ich da, also unsere Anrufung ändern, bevor ich das vergesse. Nämlich den hier austauschen zu dem hier, der Flammenschleuder. So hatte ich mir das nämlich eher vorgestellt. Und dann, ja, beenden wir die Aufnahme erstmal mit diesem schönen Bild hier an der Tafelrunde. Ja, wir sehen uns dann entweder in der nächsten Aufnahme, also auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme, entweder in der nächsten Folge oder sofort wieder. Bis gleich dann, Leute. Ciao. Willkommen zurück, Leute, bei Elden Ring. Ich habe leider schon wieder vergessen, was wir letztes Mal gemacht haben, aber ich kenne unsere Pläne noch. Und schaut mal, wir haben Hosen an. Ist es nicht eine Pracht? So, wir wollen verreisen. Hallo? Ja. Wir wollen verreisen, nämlich hierhin. An den Friedhof der Gestrandeten. Ja, dort wollen wir hinreisen. Und dort können wir dann unsere Schlüssel verwenden. Ja, es ist schon wieder, ich weiß nicht, zwei Wochen her? Nee, oder ungefähr eineinhalb Wochen, dass ich Elden Ring gespielt habe. Mal gucken, ob wir hier zurechtkommen. Hier ist wieder dieses Gebrülle, ne? Ja, lass uns mal gucken, ob wir jetzt hier diesen Schlüssel verwenden können. Jetzt geht's. Okay, da haben wir einen und da haben wir zwei. Steinschwertschlüssel durch die Benutzung zerbrochen. Aber, guck mal Leute, jetzt ist hier offen. Jetzt ist hier tatsächlich offen. Wie viele Runen haben wir dabei? 222, okay.
Gott, was ist denn hier los? Ach du meine Güte. Okay, wir müssen hier runter, offensichtlich. Ich schaue nur gerade mal, ob hier irgendwo Feinde lauern. Im Moment sehe ich keinen. Ups! Oh nein!